Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Test. Diesmal von dem Spiel Anna's Quest. Das habe ich gestern durch Zufall gefunden, als ich auf der Suche nach einem anderen Spiel war. Und zwar ist dieses Spiel auch gestern erst erschienen. Also gestern war der Release am 24. September. Und das hier ist die Demo-Version, wie ihr schon sehen könnt. Das Spiel wurde von Dane Crams entwickelt und man kann die Demo-Version auf cramsdesign.com downloaden. Völlig kostenlos natürlich. Und das Original, also die Vollversion, kostet auch nur 5 Dollar. Allerdings ist das Spiel natürlich komplett in Englisch. Aber die ersten Minuten, die ich gespielt habe, das war okay. Das Englisch ist nicht zu schwierig. Von daher dürfte das gar kein weiteres Problem darstellen. So, na dann. Also ich werde hier allerdings das Intro überspringen müssen. Da sieht man eben so Bilder mit Text runter und dann liest eine Frau, also erzählt eine Frau. Also sie liest das so mehr oder weniger vor, was dort steht. Das werde ich jetzt hier beim Let's Test allerdings überspringen müssen. Weil ansonsten ist es ziemlich ruckelig. Und ihr habt ja bei meinen anderen Videos vielleicht schon gesehen, was das bedeutet. Und das möchte ich euch einfach nicht zumuten über die ganze Zeit, zumal nicht nur die Bilder ruckelig sind, sondern vor allem auch die Stimme. Und das ist dann einfach nur nervig, da zuzuhören. Also es geht eigentlich darum, dass die Anna mit ihrem Großvater tief im Wald lebt. Und er wird halt plötzlich krank und sie möchte ihm halt helfen und ist deswegen losgezogen, um was zu finden, was ihm hilft, und wurde dann von einer Hexe quasi mitgenommen und in ihrem Turmhaus, wie auch immer, eingesperrt, um Experimente zu machen. Ja, und da muss man dann halt jetzt erstmal entkommen. Das Intro, was ich jetzt überklicken werde, das werde ich natürlich im Let's Play dann laufen lassen. Aber bis dahin habe ich ja auch dann den neuen Computer. Von daher ist das gar kein Problem, das dann laufen zu lassen. Aber jetzt erstmal werde ich es überspringen. So. Play. Dann mal los. Ladedaten. Ich glaube, das da ist das Haus, wo die Anna gefangen ist, und dort das Zimmer, das ist, wo das Fenster, was wir jetzt sehen, das erleuchtete, dort ist sie drin gefangen. So, jetzt kommt gleich das Intro. Das werden wir dann mal schnell skippen. Na. Ja. Sie hatte eine sehr zittrige Stimme gerade. Kapitel 1. Ein kleines Experiment. Das Bild da ist übrigens ein Löffel. Thank you.
keep waiting around here. That old witch has a door that I found. And with all these strange machines she has put here, she's planning for evil, I'm sure. Nothing. I don't know how I'll do it, but no matter what, I have to make an escape. Ja, also sie hat zuerst gesagt, oder gedacht, wo bin ich hier nur reingeraten und hätte ich doch nur auf meinen Großvater gehört. Und dann hat sie aber gleich das wieder revidiert und gesagt, nein, so darf ich nicht denken und hat halt festgestellt, dass die Hexe die Tür immer abgeschlossen hält und dass sie einen Weg finden muss, um hier zu entkommen. So. Hier kann man übrigens auch sehr gut Englisch lernen, weil alles ist wirklich hier, also hat einen Namen hier. Das Bett halt, das Kissen, die Tür, der Lautsprecher, die Kamera, die Kiste, der Elefant, die Katze, die Gardinen, das Fenster, die Tapete auch. Nein, die Tapete natürlich nicht. Die Lampe auch nicht und die Decke auch nicht. Ja, der Ball, die Maschine, ein Haartrockner, ein Stuhl. Ein Teddybär, der ist auch auf dem Banner drauf gewesen. Eine Puppe, ein Einhorn, Plüschtiere, eine Suppe, ein Löffel, eine Schere, Blätter, Malstifte, ein Teppich und so weiter. Na gut, mehr war jetzt hier auch nicht. Aber da kann man auch recht gut Englisch lernen. So. Ja. In dem Let's Play wird sie dann auch einiges schneller laufen, wie gesagt, mit dem neuen Computer. Jetzt geht das nicht so richtig, weil ja auch noch die Aufnahmeprogramme laufen, deswegen läuft sie etwas langsam. Sie läuft an sich schneller. Ah, nein, schon wieder die falsche Taste. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass es, dass man... Zu mir. Sag ich doch. Ja. Genau. Well, stop it. It will and come. I've told you a thousand times I can't hear you properly over there. Ah, und das Ganze ist nicht seltsam, oder wie? So, wie geht es uns? Huch, wo ist der Cursor? Da ist er. Also sind wir hungrig und müde? Oder müde und hungrig? Ist das eine Scherzfrage? Oder... Ich muss nach Hause gehen. Wir nehmen mal die Scherzfrage. Aha. Ja, ja. Your nice big chair over there. Then, I need you to go on and sit there. Do us nicht, do us nicht. What? What exactly is this? Just do as I say. that is to say, come and go, dear. Nothing to be afraid of. Be a bit good. Check and check. Nein! Tu es nicht! Nein! Zu spät. Good.
Jetzt wird ihr Gehirn geröntgt. Nee, keine Ahnung. Mit einem Haartrockner. Ja, wer sich zu helfen weiß, gell? Now, pop up, Anna. Quickly now. So tell me, do you feel different? Somehow different in your state, perhaps? Actually, yeah, I kind of do. I feel kind of... Ich weiß nicht wirklich, was sie jetzt mit ihr gemacht hat. Also, my what, also meine was? Macht wirklich? Oder Kraft? Meinst du, wie auf meinen Kopf zu klopfen und gleichzeitig meinen Bauch zu reiben? Ja. Ich glaube, das nehme ich. Ach, telekinetische Kräfte hat sie also. Huch. Tele was? Telen ken eus? You've lost me. Du hast mich verwirrt. Ja. Machen wir das. Ja, sie scheint langsam die Geduld zu verlieren. Das Einzige, also was ich jetzt bisher ein bisschen hier vermisse, das ist so eine bei Optionen irgendwie, dass man sieht, welche Taste wofür da ist. Sonst muss man hier wirklich. Oh, nein. Ich verstehe das noch nicht richtig, wie das geht. Gestern hat eine andere Taste.
Gestern brauchte ich Kuh, um was aufzunehmen. Jetzt ist es auf immer. Jetzt ist es Tee. Verstehe ich nicht. Ah. Na komm. Denkst du? Aha, hat sie das jetzt... Mist, jetzt habe ich den Text weggeklickt. Ich bin doch doof. Entschuldigung. Ne, im Let's Play werdet ihr nochmal... Werden wir dann nochmal sehen, was dort drin stand. Jetzt hat sie sich das echt genommen. Aha, aha. Gelbe Farbe. Und einen blauen... Ja, Kreide oder Wachsmalstift war. Ja, so gut. Also mein Englisch ist ja nun auch nicht perfekt. Crayon... Also es sieht aus wie so Wachsmalstift oder Kreidestift, keine Ahnung. Ja, eine Schere und ein Löffel. Gestern hatte ich nur Schere und Löffel. Das ist ja schon mal was. So, jetzt will ich euch mal zeigen. Das ist nämlich ein sehr liebes Kind. Nee, die Box. Nee, die Box. So. Nee. Ja. Das Lustige ist, man findet hier nirgendwo einen. Ja, hier beim Fenster. Wir haben ja vorhin gesehen, wie hoch das Fenster war. Also es ist wirklich ein langer Weg nach unten. Aber man kann das hier auf alles so gesagt anwenden und dann sagt sie was dazu. Ja. Aber mir fällt gerade was auf. Und zwar hat sie gestern nämlich, als ich am Papier stand, gesagt, dass ihr Großvater gesagt hatte, hätte, dass sie eine große Künstlerin ist. Vielleicht kann sie ja, wenn sie Krimis geguckt hat, ja irgendwas auf die Kamera schmieren. Du solltest es ja auch nicht gegenschmeißen, du solltest es gegenmalen. Du solltest es doch gegenmalen. Bist du dir sicher? Huch. Ach. Tja. Warum willst du nicht, wie ich wohl will? Ich muss einen Schlüssel finden, aber hier ist ja gar keiner. Und vor allem, die Box kann man auch nicht mit der Schere aufmachen. Also bestimmt, aber sie will nicht. Ach so, na gut, dann ist gut, dann geht's mit der Schere wahrscheinlich nicht. Nein, den Teppich etwas zerschneiden. Denkst du? Wieso dir sicher? Wieso willst du das? Ah, vielleicht liegt ja unter dem Kissen was. Na dann geh mal hin. Ist ja schön, dass sie einem immerhin sagt, dass sie es aufnehmen kann. Gut, das hatte ich gestern auch noch nicht. Wie gesagt, ich hatte gestern nur Schere und Löffel. Darunter ist ja gar nichts. Ach, die Kleine ist ja süß.
Es ist nicht keine Zeit zum Schlafen, es ist Zeit zum Ausbrechen. Oder Entkommen, besser gesagt. Da fällt mir gleich wieder Nightmare House ein. You can't escape from Nightmare House. So, dann nimm mal deinen Teddy hier mit. Den habe ich nämlich auf dem Banner gesehen. Das heißt, der muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Vielleicht ist da ja ein Schlüssel drin. Gut, ich bezweifle das, aber... Aha. Aber sie will ihn mitnehmen. No way. I'm not even touching that thing. Aber also ist der Teddybär wahrscheinlich ihrs. Was? Ist angeklebt oder wie? Aber mit dem Horn könnte man doch bestimmt die Kiste öffnen, oder? Oder? Wo klemmt das denn? Dann schneid's halt ab. Naja, mit dem Horn kann ich mit Sicherheit. Jetzt mache, um die Kiste aufzukriegen. Um die Kiste oder die Tür aufzumachen, Mädel. Sie macht mich fertig. Schau, Hasi, wenn du dir das Horn abschneidest, dann kannst du die Truhe öffnen. Oder sogar noch vielleicht die Tür. Menno! Hast du sitzt noch nicht? Nein. Ach so. Nein, du musst nicht unter den Teppich gucken. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Bäh. Du machst mich fertig. Na, dann halt nicht. Ach, die Kleine ist ja süß. Oder vielleicht liegt hier noch irgendwas unter dem Polster da. Huch! Nein! Komisch, gell? Gestern hat sie mir noch gesagt, nein, dafür hat sie jetzt gar keine Zeit. Was die nicht alles mitnimmt. Aber den Bären kann sie nicht tragen. Waren die mit dem Kissen mit? Stifte, Schere, Löffel. Und ja, weiß ich nicht, einen Ball auch noch. Aber den Teddy kann sie nicht mitnehmen, weil er ja viel zu groß ist. Du sollst ja nicht poken, du sollst mitnehmen. Ja, wenn du das Horn vom Einhorn abschneiden würdest, würde sich das vielleicht ändern. Ach, Mädel. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich sie dazu bekommen soll. Huch. Könnte den Ball gegen die Kamera spielen. Dann kannst du in den Ofen schmeißen. Ah, Mädel. Jetzt geh zu dem Einhorn und schneid dem das Horn ab. Ich
Warum tut sie das nicht? Die Puppe zu zerschneiden, das würde spaßig sein. Also nein, aber die Katze nicht, oder? Ja. Ja, die Katze ist süß. Eigentlich bei dir. Aber die Puppe magst du nicht irgendwie, ne? Vielleicht mag sie dir anmalen. Ja. Oder mit dem Stift. Ja. Och Mensch. Anna. Huch. Na. Aber warum kriege ich das nicht raus? Es hängt fest. Das Horn will sie nicht abschneiden. Es reicht doch, wenn ich weiß, wozu das gut wäre. Menno. Ja. Und wie kriegt man das da jetzt wieder weg? Ich probiere jetzt einfach mal alles durch. Ja. Ja. Na? Warum nicht? Ja, aber irgendwas muss ich doch machen können, oder? Also ich habe echt keine Ahnung, wie ich jetzt dort das Einhorn wegkriege. Um die Kiste aufzubekommen. Tja. Ja. Ah. Ich kann vor allem auch, also ich habe gestern mal geguckt, aber es gibt bis auf den Trailer noch gar nichts von diesem Spiel. Ja, gut, kam ja auch gestern erst raus. Tja, Anna. Und nu? Was gedenkst du jetzt zu tun? Denkst du? Wenn du auf die Kiste steigst? Wieso kann ich das? Wieso hängt das irgendwo fest? Ah, Mädel. So wirst du hier nie rauskommen, wenn du hier nichts anrührst. Hehehehehehehe.
Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen könnte. Ach Mensch, Kleine. Du machst es mir aber auch nicht leicht. Was könnte man denn jetzt machen? Ich kann es momentan nicht mal speichern, weil normalerweise, wenn man auf Escape drückt, seht ihr, ist der Pfeil auf einmal nach oben geschnellt und dort steht, aber ich habe es ja gestern schon mal auf meinem Laptop probiert. Dort steht dann verlassen und laden und speichern. Nur hier jetzt nicht. Aber wie ich schon so oft gesagt habe, mit dem neuen Computer wird das alles besser. Ja. Der ist dann um einiges besser. Das Ruckeln hier auch jetzt, weswegen ich zum Beispiel das Intro überspringen musste und so, liegt an der Grafikkarte, weil die das nicht alles gleichzeitig hinbekommt und auch der Prozessor ist recht klein und es laufen hier ja gerade momentan drei Programme, also von denen, die im Hintergrund laufen, mal ganz abgesehen, also so, dass ich sie nicht, also nicht jetzt auf dem Desktop, sondern so halt, laufen hier momentan zwei Aufnahmeprogramme und das Spiel. Und da das hier noch ein 2D-Spiel ist, normalerweise läuft das Mädel auch viel schneller durch den Raum. Aber ich bin ja schon mal froh, dass der Ton nicht hängt und so. Also jetzt hier zumindest nicht. Mal gucken, wie es dann auf der Aufnahme ist. Ja, und deswegen bin ich schon mal froh, dass das soweit alles hinhaut. Obwohl ich nicht verstehe, warum das vorhin bei dem Text so gehangen hat und jetzt hier nicht, wenn sie redet. Aber gut. Besser beim Intro als beim Rest. Wie gesagt, ich werde dieses Spiel auf jeden Fall Let's Playen, weil mir gefällt das. Das ist süß gemacht und die Story ist interessant. Ach so, es ist übrigens nur Teil 1. Winfrieds oder Wilfrieds Ta Turm heißt das. Also das ist, ja stimmt, sah ja auch beim Laden so aus, ne, wie ein Turm. Also das ist nur Teil 1 bisher. Deswegen wahrscheinlich auch $5, weil es nur ein Teil des Spiels ist. Ja, aber ich werde mir die Vollversion auf jeden Fall holen und werde dazu auf jeden Fall ein Let's Play machen, weil ich das einfach süß finde, wie das hier bisher gemacht ist. Ja, aber irgendwie muss ich vorher noch rausfinden, wie ich hier weiterkommen kann, weil irgendwie, egal was ich mache, sie will nichts gegen die Kamera werfen oder die Kamera bemalen, das hat sie auch nicht ganz verstanden, oder mit dem Kissen abdecken. Lautsprecher kann sie nichts machen. Die Truhe will sie weder mit der Schere öffnen, noch will sie dem Einhorn das Horn abschneiden, um dann mit dem Horn die Truhe zu öffnen. Ja. Was soll ich da weitermachen? Das Fenster will sie auch nicht einschlagen. Gut, okay, wäre wirklich ein langer Weg nach unten. Tja. Ich könnte ja noch mal probieren, mit allem Möglichen an die Tür zu klopfen. Quatsch. Ja. Wir malen uns einen Ausgang auf die Tür. Bei Bonkers hat das immer funktioniert hier. Bonkers, der listige Lux von Hollywood. Da hat das immer funktioniert. Ja. Heißt hier gut? Ich würde eher sagen, was hat das für einen Sinn? Na, gib mir den Ball. Na, gegen Gungsen. Und wenn dann die reinkommt, die alte Hexe, dann. Nein, das wäre jetzt Ü18, was ich jetzt sagen wollte. Es scheint ja dann doch auch für Kinder zu sein. Ja. Entschuldigung wegen dem Räuspern immer wieder. Das ist die Nervosität. Vermute ich. Ja, es tut mir leid, dass ich konnte jetzt mich gar nicht so schnell wegdrehen oder so wie. Ah. Ja. Also keine Ahnung, ich glaube, ich finde das hier nicht raus. Das regt mich irgendwie auf.
Und speichern kann ich es auch nicht, das heißt, ich darf das dann alles nochmal machen. Aber macht nichts, ist ja sowieso erstmal nur eine Demo-Version. Vielleicht komme ich auch deswegen nicht raus. Vielleicht, weil es ist der erste Teil, kostet 5 Dollar. Das ist ja nicht besonders viel. Das sind 3 oder 4 Euro noch was. Von daher, vielleicht soll man auch noch nicht weiterkommen jetzt in der Demo-Version. Ich weiß es nicht, weil... Ja... Vielleicht ist das einfach nicht geplant. Ich weiß es aber nicht. Tja. Naja, aber so komme ich natürlich jetzt auch nicht in den Abspann rein, wenn ich hier oben nicht auf rausgehen klicken kann. Da und von daher. Aber ich habe den Abspann trotzdem einzeln aufgenommen. Ich versuche einfach mal an die Aufnahmen hier hinten dran zu hängen und dann passt das schon. Da seht ihr auch nochmal den Link zu der Seite und so. Und das heißt halt, wie gesagt, Episode 1 oder Folge 1 halt Winfriedsturm oder Wilfriedsturm. Ja. Und dann hänge ich das einfach nochmal hinten dran, ne? Und dann passt das schon. Und ich den Link zu der Seite, zu Cramps Design, schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Und auf meiner Homepage könnt ihr das sowieso auch nochmal finden. Also beende ich die Aufnahme hier erstmal. Und ja. Also denn, bis zum nächsten Let's Test oder bis zu dem nächsten Let's Play. Das hier werde ich wie gesagt auch Let's Playen und... Bis dahin dann erstmal. Ich hoffe, an sich das Spiel hat euch erstmal, so wenig es gespielt wurde, aber erstmal gefallen. Es ist ja, scheint ja ganz niedlich zu sein und ganz lustig. Also denn, bis zum Let's Play von Annas Quest, Folge 1, Winfriedsturm oder Wilfriedsturm. Bis dahin, tschüss.